Buongiorno, meine lieben 1000 PS TV-Zuschauer. Ja, es geht um eine Italienerin. Aprilia Tuono V4 1100 Factory. Ein Happenicket Bike. Das hier am Paranoia-Ring, sage ich so gern, am Pannonia-Ring, sich jetzt sozusagen gefallen lassen muss, dass wir sie testen, weil so eine Abwandlung von der RSV4 muss nun mal auf der Rennstrecke auch funktionieren. Und ich habe mir nicht zum Spaß den Klaus Krammer dahergeholt, weil den kann ich überhaupt nicht leiden, sondern du musst deine Expertise abgeben. Freust du dich schon? Ja, sehr. Und ich habe auch für mich geistig schon einen Favoriten und einen meinen Favoriten schon gewählt. Und einen Plan, weil wir haben ja vier andere auch noch da, vier andere Hypernaked Bikes. Bleibt dran, wir lernen. Ja, lieber Klausi, wir moderieren es gemeinsam an, weil du einfach gesagt hast, ich weiß nicht, wie ich das anfangen soll. Na gut, jetzt habe ich es angefangen, aber jetzt machst du weiter. Die RSV, oh, ich sag schon RSV, die Tuono V4, ist die leiwand auf der Rennstrecke? Naja, wie gesagt, wir haben ja gesagt, das ist eine Italienerin, die von der RSV4 abgeleitet, und ich glaube, diese genetische Verwandtschaft, die merkt man auch sehr stark, und daher ist ganz, fange gleich mit dem Ende an. Für mich. Allein an der Arsch, oder was? Nein, ja, auch. Aber für mich insgesamt fahren diese Neckebikes, die man noch im Detail bespricht, die für die Rennstrecken am besten geeignete. Aus mehreren Gründen. Sitzposition dergleichen mehr, Motor, Bremsen, das elektronische Fahrwerk. Muss man auch sagen, mittlerweile, ich glaube, die 27. Evo-Stufen von alle elektronischen Fahrwerke. Das ist mittlerweile so gut, ja, dass man es wirklich auf der Rennstrecke verwenden kann. Und das muss man schon sagen, das ist dann durchaus ein Ritterschlag für diese Art der Technologie. Ja, möchtest du noch ein bisschen ins Detail gehen, weil ich finde ehrlich gestanden auch, jetzt auf der Landstraße hat mich ein bisschen nicht überfordert, aber gefordert, und das war jetzt genau auf der Rennstrecke die richtige Sitzposition, die richtige Ergonomie, der Lenker ein bisschen niedriger, genau, als die anderen, und deswegen hast du schon ein bisschen mehr Kontrolle. Fahrwerk hat mir sehr taugt, der Motor, der ist mir viel stärker vorkommen, eigentlich jetzt als die Konkurrenz, die ein paar PS mehr hat, aber das ist einfach so harmonisch, gell? Das ist schon so leiwand und hat immer genau den richtigen Punch, wobei du, glaube ich, mit der Übersetzung irgendwas... Ja, ich finde, die Übersetzung ist super gelungen, eben für die Rennstrecken, die ist sehr lang übersetzt, das dürfte wahrscheinlich mit der RSV4 relativ ident sein, nämlich auch, weiß ich nicht sicher. Und das passt eben da auf der Rennstrecke. Diese zweite Gangkurven und dieses Drehmoment oder dieses Leistungsband von dem V4, Hubraum hat er einen Haufen, glaube ich, so der 1100er, also der hat wirklich einen Punch überall, und man kann mit dem zweiten Gang wegfahren und wirklich dann die Gänge einen nach dem anderen durchziehen. Also das macht das Motorrad schnell, eigentlich unspektakulär schnell. Und ich glaube wirklich, einer von den größten Vorteilen ist, der Lenker ist ein bisschen niedriger wie bei der Konkurrenz und ein bisschen Windschutz ist da. Und das macht ein bisschen ein supersportartiges Fahrverhalten am Vorderrad. Und diese Sicherheit im Zusammenspiel mit dem Motor, mit der Übersetzung, macht das Motorrad aus meiner Sicht am flottersten für die getesteten Motorräder. Es ist natürlich, lieber Klausi, schade, dass ich jetzt den einzigen Profi da schon ausgezuzelt habe mit seiner Meinung. Aber wir lassen die anderen Tester auch noch zu Wort kommen. Fünf Motorradeln heißt bei uns klarerweise, fünf Leute müssen fahren. Klausi, danke. Vertschüss dich. Max, komm gleich her, weil du stehst halt am nächsten, dass du das nicht so weit zum Rennen hast. Servus, Martin. Ich will dauernd RSV4 sagen. Es ist ja noch immer trotzdem die Tuono. Ist aber nah dran. Aber nah dran an der RSV4. Nein, das muss man ganz einfach sagen. Jedes Mal, wenn ich die Tuono auf der Rennstrecke fahre, dann gibt es dieses Aha-Erlebnis. Und heute habe ich es mir auch wieder bewusst so ausgelegt. Ich bin zuerst alle gefahren, nur die Ducati und die Tuono waren für mich noch, ich weiß, als letztes da. Und die Tuono, du gibst Gas, du setzt dich drauf, du ziehst in die erste Kurve rein und das liegt wie ein Brett. Also es ist unglaublich, wie Aprilia das schafft,
dass das so ein vertrauenserweckendes, präzises und gleichsam einfach dann schnelles Paket wird, und zwar vom ersten oder vom zweiten Meter oder von der zweiten Kurve, sagen wir so, übertreiben wollen wir nicht, weg, und das finde ich echt großartig. Das Design allgemein taugt mir auch sehr. Ich finde das wirklich ein schönes Motorrad, und vom Design profitiert man auch beim Fahren. Weil es ist natürlich für die Rennstrecke schon so, dass diese Verkleidung, die ja durchaus da ist, also deutlich mehr Verkleidung als bei den anderen Konkurrenten, dass einem das viel Winddruck wegnimmt und dass das dadurch auch schon mal aerodynamisch ein bisschen ruhiger ist und dass du nicht immer diesen ganzen Winddruck auf der Startziel, auf der Brust hast. Also das merkt man da schon, und das ist für mich ein Riesenpunkt. Ansonsten, was kann man sagen dazu? Die Bremserei funktioniert großartig. Also 320er Doppelscheibe, Brembo, M50 Sättel sind das, glaube ich, die drauf sind. Da brauchen wir nicht drüber reden, das ist bewährtes Material, und auch der Druckpunkt hier im Pannonia-Ring, also ich hätte gar nichts zu meckern gehabt, wunderbar konstant. Die Elektronik spielt natürlich auch alle Stückerl, das Einzige, das habe ich auch schon letztes Mal beim Straßentest gesagt, die Wheelie-Control, die hackt relativ abrupt rein, das heißt, da ist schon gescheiter, man schaltet auf der Kuppe, oder wenn man schon spürt, dass der Wheelie kommt, dann nimmt man selbst ein bisschen Gas zurück. Das macht dann das harmonischere und rundere Fahren aus, als wie wenn man das voll in diese Wheelie-Control reinfeuert und das dann so runtereckt ein bisschen. Also. Wobei mir das schon mehr taugt hat als mindestens eine oder zwei Konkurrentinnen, die leider ein bisschen mehr aufgestiegen sind auf der Rennstrecke. Aber danke Max, großartig, ja, dass du offensichtlich auch jetzt sagen würdest, die Aprilia von den Fünfen, die wir da haben, ist schon eine, die richtig gut auf der Rennstrecke funktioniert. Definitiv. Also für die Rennstrecke sicherlich unter meinen Top 2, muss ich sagen. Und das Einzige, die Ergonomie. Also man ist halt trotzdem auf dieser Aprilia sehr, sehr nach vorne orientiert, was auf der Rennstrecke leibend ist. Auf der Landstraße muss man das wollen. Auch der Kniewinkel ist relativ spitz. Und da komme ich jetzt noch zu einem Punkt, den ich ansprechen wollte, und zwar die Schräglagenfreiheit. Also das ist wirklich was, was an dieser Aprilia auch echt leibend ist. Auf einer Super Duke, auf einer BMW, auch auf der Street Fighter V4 irgendwo kommen dann ziemlich bald die Rasten. Und bei der Aprilia habe ich halt umgelegt und habe gedacht, bist du deppert, das macht einfach richtig Laune. Und du kannst auch echt schräg gehen mit dem Motorrad und hast dann natürlich auch bei den Schaltvorgängen und so weiter mit dem Blipper, der auch großartig funktioniert, auch kein Problem, dass du deinen Fuß quasi in einer Linkskurve noch unter den Schalthebel bekommst. Also da merkt man dann wirklich, die Wurzeln sind ein Superbike, die Wurzeln sind RSV4, und das macht einfach ein wahnsinnig großartiges Paket da draus. Und heute auch mit dem Pirelli, also mit dem Einheitsreifen, ich weiß nicht, ob ihr schon darüber gesprochen habt, auch das hat super funktioniert und in Summe für mich, wie gesagt, ein echter geiles Bike heute gewesen da beim Test. Danke Max. Bezüglich Reifen hole ich mir nämlich jetzt einen wahren Profi, Alex Power von Zweirad Profi Power. Hat auch ein bisschen ein angesabbertes Leiberl an. Ist kein Problem, Alex. Für uns ist das in Ordnung. Jedenfalls, lieber Alex, haben wir ja die 5 Radeln mit dem gleichen Reifenpaar ausgestattet, damit das auch wirklich aussagekräftig ist und schon nicht schon bei den Reifen sozusagen die Unterschiede auftauchen. Es haben alle drauf den Pirelli Supercorsa SP. Also die Straßenversion, also die straßentaugliche Version, die mit der Straßengenehmigung. Und ich meine, du bist das Radl eh auch schon gefahren und bist ja ohnehin, wir haben ja geredet, auch schon, also bist auch der Meinung, dass die natürlich besonders leicht und für die Rennstrecke geeignet ist, weil die RSV4 natürlich da die Patin ist, die so viel mitgegeben hat. Deswegen würde ich bei dem Radl dich auch gern jetzt bezüglich Reifen näher fragen oder darauf eingehen. Luftdruck, weil das Radl ja wirklich für die Rennstrecke geeignet ist, ist es ein Thema, dass man da den Luftdruck irgendwie variiert mit dem Reifen? Ja, auf alle Fälle. Ich meine, man muss auch sagen, bei dem Bike ist dieser Reifen sogar original verbaut, also bei der Erstauslieferung. Aber auf der Rennstrecke ganz wichtig, vorne 2,3, hinten 1,7, heiß allerdings. Ja? Also man sollte das warm fahren. Ja, es ist immer schwierig bei den Straßenbikes, die ohne Reifenwärmer fahren. Da empfehle ich immer, da tun wir so ungefähr immer 0,2 weniger hinein. Aber wenn der Kunde quasi dann fährt, auf der Rennstrecke sagen wir immer, nach dem Fahren direkt zu uns, wir messen das und dann hat er erst den richtigen Druck drinnen im Fahrzeug. Ja, aber jetzt haben wir auf alle Fälle einen Reifen gehabt, der wirklich auf der Rennstrecke richtig leer und funktioniert ganz hat. Genau, ja. Danke Alex, du bist offensichtlich auch zufrieden mit dem Pirelli Pneu. Ich tausche dich wieder aus, danke. Ja, super, passt. Und hol mir den Tibor. Tibor, unser Austauschstudent aus Deutschland. Und jetzt fast in der Heimat, du bist ja so halber Ungar, gell? Ich bin ein halber Großartig. Ungar, genau. Ja, mit einem ungarischen Namen, jetzt hier im Pannonia-Ring. Großartig, genau. Tibor. So. Aprilia,
Was sagst? Also die Sitzergonomie, ja genau, ihr habt ja vorhin schon so viel geredet, dass das ist ja Wahnsinn mit euch. Also Sitzergonomie ist perfekt, das ist von dem Test, was wir heute gemacht haben, mein absolutes Highlight. Das Reifenbild ist ein Traum, also wirklich der gleichmäßiger Abrieb, also mehr kannst du eigentlich nicht sagen. Was ich aber, oh ja, ich will, dass du mehr sagst. Ja, warum findest du es jetzt? Hast du einzelne Sachen, die du... Genau. So, ich habe mir ein bisschen was zusammengeschrieben, ich habe alle verglichen. Ja, alles entspannt, es bleibt ja, alles entspannt. Genau. Aber durch das, dass ich ja nicht so wie jetzt den Background habe wie der Klaus oder wie du, sondern ich komme vom Radfahren, ist die Aprilia für mich von der Leistung her, das ist schon sportlich, also auf alle Fälle die beste Sitzposition. Schönes Reifenbild, haben wir schon gesagt. Aber es ist mir ein bisschen zu viel auf der Rennstrecke. Es ist mir ein bisschen zu viel. Und ja, durch das, dass ich, ich fahre noch nicht so rund, weißt? Jetzt fahre ich vielleicht ein oder zweimal im Jahr auf der Rennstrecke, dann bremse ich mal jetzt viel, ich mache Fehler und diese Fehler verzeiht das Motorrad nicht so gut. Und deswegen habe ich einen anderen Favoriten. Warum? Weil das fährt einer, der besser fahren kann. Ich verstehe. Und das ist mein Background. Und ich denke für euch, wenn ihr sagt, okay, das trifft meinen Geschmack, da wird es mir warm ums Herz. Ihr habt es schon tausendmal gehört, der Sound ungeschlagen und so weiter und so weiter. Ja, für die Straße, ja. Für die Rennstrecke habe ich einen anderen Favoriten. Du hast einen anderen. Ja, danke, lieber Tibor. Du wirst ausgetauscht gegen den letzten, der noch ausständig ist, der Zvonko Zvonimir. Zvonko, bist du nahe, er kann laufen, das habe ich nicht gewusst, dass du rennen kannst. Faule! Schaut unfassbar unsportlich aus und kann trotzdem rennen. Ja, aber Faule, es ist ein Wahnsinn, dass du den Werkstunfisch, den hast jetzt du moderiert, gell? Wie ist es, wie war es? Wie war es der Werkstunfisch? Ich verstehe nicht, was das heißt, Werkstunfisch. Duono, ich meine, wie kommst du auf Du? Das heißt ja Donner. Ich meine, hast du es überhaupt irgendwann einmal behirnt? Das ist Julia, wie ist das sein? Das ist natürlich unfassbar. Der Thunfisch für den Zvonko. Du. Ja, den habe ich anmoderiert, ja, weil ich eben tatsächlich, weiß nicht, ob du das so weit gehört hast, befinde, ich bin richtig begeistert und froh, dass ich sie heute auf der Rennstrecke fahren durfte, weil die da viel besser funktioniert, meiner Meinung nach, weil der Lenker da in einer leibenderen Position ist, weil der Sattel ein bisschen höher ist. Da will ich, auf der Rennstrecke will ich nicht da in die Höhe geschleudert werden, das passt mir irrsinnig gut. Der Motor ist mir echt viel stärker vorkommen, als er die 175 PS am Plattl stehen. Das ist ja Wahnsinn, und das wird schon sagen, 175 PS, das kommt mir stärker vor, das ist eh unfassbar stark. Ja, sag du jetzt. Fauli, ich bin natürlich hergekommen und habe mir gedacht, na gut, bis jetzt war es einfach die Referenz von den Nektbikes auf der Rennstrecke. Jetzt haben die anderen wirklich aufgeholt, ordentlich aufgezunden. Und jetzt haben wir gedacht, na schauen wir uns das an heute, ob der noch vorn ist. Er ist nach wie vor vorn, meiner Meinung nach, weil einfach das Chassis so unglaublich ausgewogen ist. Die Motorleistung ist ausreichend, ist allerdings, das muss ich dazu sagen, wenn du mit der Street Fighter fährst, das ist so wahnsinnig stark, da ist er dann ein bisschen, wirkt er dann fast ein bisschen schwächlich gegen den Street Fighter, aber das Gesamtpaket ist einfach so, dass du wirklich, du setzt dich dort auf und kannst einfach voll Feuer geben, musst auf nichts Rücksicht nehmen und noch dazu jetzt mit diesen elektronischen Einstellmöglichkeiten, dass ich mir einfach das Race-Setup von der Motorsteuerung nehme und das elektronische Vorwerk für die Rennstrecke und dann setze ich mich auf und habe vom ersten Meter an einfach ein wahnsinnig gutes Gefühl und es ist so, wie gesagt, es hat andere gegeben, die mich wirklich beeindruckt haben und überrascht haben, aber letztendlich ist der Werkstunfisch das, mit dem ich am schnellsten und am einfachsten schnell fahren kann. Großartig. Also lustigerweise waren wir uns ziemlich alle einig. Der Tibor hat gesagt, er hat einen anderen Favoriten. Das ist ihm zu anstrengend fast schon für die Rennstrecke. Lassen wir gelten. Es waren ja immerhin vier einer Meinung. Das heißt, der eine zählt ja gar nichts. Na, jedenfalls bleibt's dran. Schaut bitte die anderen Videos, die wir so und so bei unserem 1000 Best YouTube-Kanal online stellen und gestellt haben. In dem Fall sind es aber noch vier andere Bikes. Die BMW S1000R, die Ducati Street Fighter V4, die Triumph Speed Triple 1200 RS, BMW habe ich schon gesagt, und eine fehlt uns noch, KTM 1290 Super Duke R, die fünf haben wir verglichen, jetzt eben die Aprilia war dran, die italienische, ich möchte nicht sagen Diva, weil es einfach leiernd war, super Typ. Danke, Zonko. Ich glaube, er will, dass ich aufhöre. Ihr wollt wahrscheinlich auch, dass ich aufhöre. Und deswegen verabschiede ich mich mit einem unfassbar freundlichen Tschüssi!